sake. Hands up. Okay. Also nochmal, ich bin Yolanda. Ich bin Martin. Nein, meine Frage von vorhin. Das ist aus einer Sammlung. Ja. J'ai commencé cette collection il y a 2 ans environ. En fait, je vais chercher ces mélangeurs dans les ateliers des espaces d'exposition où j'expose. Et en fait, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Aber die hast du nicht selbst gebraucht, du hast sie einfach dort gefunden. Oder auch gebraucht. Es ist nur gefunden. D'accord. Gefunden, ja. En fait, c'est quelque chose qui revient tout le temps, parce que le moment où on doit mélanger la peinture, on a tout le temps il nous manque l'outil qu'il nous faut pour mélanger la peinture, alors on prend le bout de bois qu'on a sous la main, et on utilise ce qu'on a. C'est souvent vraiment des déchets de bois, mais des fois, c'est par exemple une cuillère, mm-hmm. ou là, c'est un bout d'outil qui a été récupéré. Von einem Besen oder so. Ça, c'est du papier de verre. Einfach grünes Papier, oder? Spezielles Papier. Ja, es ist. Wie sagt man das auf Deutsch? Schleifpapier. J'ai poncé avec le papier. Enfin, j'ai poncé sur le coin d'un bout de bois. Ich habe geschliffen. Et pour créer ce motif. Mm-hmm. Et puis j'ai fait ça à la chaîne, dans l'idée d'un geste répété. Und die weiße Farbe war schon drauf. Ja. Mm-hmm. Ah, das kauft man so weiß. Ja, et quand on l'utilise, ça enlève la couche blanche. Ja. C'était l'idée de créer un peu un fond pour l'exposition. Puis moi, je vois, avec ces objets-là, j'avais une idée de quelque chose de presque d'ordre de l'instrument de musique ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai créé aussi ces petits socles pour les poser. Puis pour moi, il y a aussi quelque chose d'ordre du son avec ça. Je ne sais pas si c'est visible tout de suite, mais ça fait aussi penser peut-être à une sorte d'isolation pour, sonore. Oui, le garage. Et puis le matériau est aussi sonore, en fait, quand on l'utilise, ça crée... Pour moi, il y a quelque chose vraiment avec le son. Das ist aber irgendwie ganz anders von die Textur, also wenn du mit dem arbeitest, dann ist ganz trocken. So, das, was du wegschleifst, ist ganz trocken und staubig und das ist das Gegenteil, es ist nass und flüssig. Also der Liquid. Also es hat für mich auch sehr viel auch mit Haptik zu tun. Also dieses nasse Haptik, Touché. Ah, le Touché. Le Sens du Touché. Weil das hier ist unangenehm zum Berühren. Ja gut, das vielleicht auch, wenn man klebrig wird. Ja, das ist très abrasiv. Ja. Il y a vraiment quelque chose de physique qui est assez agressif avec ça. J'ai titré l'exposition Basic Instruments. Ah, ja, weil. Dans l'idée de quelque chose vraiment de primaire, de l'objet, le bout de bois qui devient juste l'outil pour faire notre. Réaliser le. Pour lui donner une fonction basique. Ja, und ich dachte, als ich den Titel gelesen habe, Basic Instincts, dass du nie so. Aber jetzt ist es klar, es hat nichts mit Basic Instincts zu tun. Ja, das ist auch ein Basic Instrument. Ist es von dir? Also hast du das gebraucht? Ja, es ist von meinem Atelier. Es ist eine Natur morte von meinem Atelier. Und was ist das Material, das da dran war am Original? Es ist ein Kabel, es ist ein Metall, es ist für tendre des choses. Ja, klar, aber das Weiße.
Ah, ça c'est parce qu'on l'avait utilisé une fois, on avait couvert de scotch. Juste pour pas qu'il brille. Et c'est tous des restes d'anciens projets. Ouais, pour moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était cette idée de quelque chose du cycle. Aussi de réutiliser des matériaux et tout, ça crée une idée de cycle. Mm-hmm. Et le fait que ces boucles là, se répètent à plusieurs endroits, c'était vraiment ce mouvement que je trouvais intéressant. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Tu as fait une édition avec, avec des textes d'exposition. Genau, und darum finde ich so cool, du hast gesammelt in den Ausstellungsräumen und ich auch. Ja. Also ich wusste ja nicht, was du zeigst und das passt irgendwie trotzdem, weil ich sammle, in jeder Ausstellung nehme ich den Saaltext mit. Irgendwie. Okay, ja. Und dann lese ich und wenn es mich interessiert, lese ich mehr und sonst halt nicht. Und dann einmal habe ich angefangen, bei Saaltexten, die mich ansprechen, einfach wegzustreichen. Wie viel? Wegstreichen und nur noch das übrig lassen, was mich sprachlich interessiert. Ja. Und die Reihenfolge bleibt aber die gleiche. Also, wenn du den Text, den Originaltext liest, dann kommt zuerst das Wort und dann das und dann das und dann das und so. Also die Reihenfolge ist gleich. Ich habe einfach wirklich einfach nur weggenommen und sonst nichts verändert. Aber das sind verschiedene Texte. Genau, das sind jede Seite ist von einem anderen Saaltext. Und das ist jetzt eigentlich wie meine Sammlung aus den Ausstellungen. Ja, ja. Und hier sind jetzt alles Ausstellungen von Basel. Nur von Basel? Ja, okay. Ja, es sind nicht viele, 8 Stücke. Okay. Est-ce que quelque chose que tu fais aussi tout le temps, de prendre les textes et tu travailles souvent avec ça? Ja, Saaltext ist für mich manchmal auch künstlerisches Medium. Ich mache auch performativ Führungen. Also so dieser, das, was viele nur als Vermittlung von Kunst sehen, kann für mich auch Kunst sein, wenn es ein Teil der Kunst ist. Wenn der Betrachter noch einen Saaltext zum Kunstwerk liest, dann hat der andere, schaut er das Kunstwerk anders an als ohne. Es ist einfach so. Und der Saaltext baut das Kunstwerk mit, genauso wie der Künstler das Kunstwerk macht. Und dann der Betrachter am Ende mit allen Informationen. Und deshalb interessiert mich der Saaltext oder auch das, was die Kunstvermittler sagen, wenn sie eine Führung machen. Oder was in den Katalogen steht, zu arbeiten, zu künsteln. Das finde ich extrem wichtig, spannend, gefährlich. Auch eine Chance für ein Kunstwerk. Es gibt ganz viel Kunst, die ohne Vermittlung fast stumm ist. Ja, genau. Und man dann sagt, ja, keine Ahnung. Et tu as décidé de faire cette présentation d'édition, ce choix de papier, comme ça, c'est quelque chose de spontané. Ou la ficelle, par exemple, c'est quelque chose. Genau, also das ist Material, auch mit dem ich arbeite, Schnüre, die heißen Rebschnüre, die braucht man beim Segeln, oder ich kenne sie aus dem Alpinsport. Und ich mache Installationen mit Alpinsportmaterial. Und im Moment habe ich auch wieder eine gemacht. Und ich bin im Moment sehr mit diesem Material. Und vor allem faszinieren mich zurzeit die Knoten. Ja. Weil, das ist ein Knoten, du kannst... Genau. Ich kann die Schlinge weitermachen oder enger ziehen. Mhm. Und für mich ist das auch so, weißt du, diese Bewegung. Also das Seil, dieser Knoten hält dieses Ende und dieser Knoten hält dieses Ende. Das ist so eine Verbindung, wie eine Hände... Wie wenn sich zwei Hände haben. Mm-hmm. C'est aussi quelque chose que tu peux desserrer, ça donne envie de compléter, parce que c'est quelque chose qui est pas... Pour moi, ça donne l'impression que c'est pas fixé, ça veut dire qu'on pourrait rajouter des pages si on veut. Ja. Aber so wie es jetzt ist, ist es eigentlich
ziemlich fix. Also wenn ich jetzt neue Seiten rein dazugebe, dann müsste ich ja den Knoten verändern, also etwas weiter machen. Weil es ist wirklich sehr so, es schneidet hier auch ganz wenig ein. Es ist wirklich, dieses Stück Seil ist ausgemessen auf dieses Blatt und auf diese Dicke. Und dann macht es auch schön so die Korrespondenz zum Titel und, also nein, es ist nicht der Titel, zum ersten Text. Es hat eben keine Titel, weil es für mich einfach Texte sind. Die ganze Arbeit hat einfach einen Titel, aber die einzelnen Texte sind einfach Texte. Deshalb ist es kein Gedichtband, es sind auch keine Gedichte, sondern ich sage ihnen Verdichtung. Kompression. Und das ist ein Textobjekt und deshalb gibt es nur einen Titel als Arbeit und nicht bla bla und dann Text. Und eben das gehört für mich auch zur Arbeit, weil es hält die Texte zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das Papier ist einfach, die Farbe gefällt mir. Es ist auch dick, also es braucht ja eine gewisse Stabilität, damit das Seil nicht zu schwer ist. Gleichfalls.